diese Band ist so lange an mir vorbeigelaufen und ich bereue es wirklich. Und zwar geht es heute um Knossis, wenn man das überhaupt so ausspricht. Die Band hat nämlich jetzt eine neue Single veröffentlicht mit einem Feature von Hanabie und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zu diesem Song sagst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Das ist jetzt eine Band, die habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also ich kenne nur den Namen, aber auch nur, weil ich dann halt immer das mit dem Content Creator verbinde und zwar ist es Knossis. Ich muss immer an Knossi denken, ne? Noch nie was von denen gehört. Also ich habe noch nie irgendeinen Song irgendwie hier gehört. Ich bin gespannt, welches Genre das ist, ne? Was ich vermute Hardcore, aber wir gehen rein und ich bin gespannt. Okay, warte, was war das bitte für ein Start? Boah, war der Start war richtig fett. Schon mit dem Blasbeat. Ich finde, die haben so einen aggressiven Sound irgendwie. Das hat wirklich direkt so einen total aggressiven Sound. Die Snare klingt auch wirklich mega fett. Und die Vocals auch sehr geil. Ich hatte auch irgendwie in Erinnerung, dass diese Band durch jemanden gegründet wurde, den man schon in der Szene kennt. Aber ich war mir nicht mehr sicher. Aber Crystal Lake, ja. Finde ich fett, also wirklich krass. Das ist wirklich krasser Sound. Sehr schön agri. Sehr schön agro. Oh, auch geil, dieses Geflüster. Schön groovy. Direkt schon alleine so ein Part kannst du schon mitsingen. Dieses Everybody knows, everybody knows. Geil. Aber auch sehr cool, weil das ist so, auf der einen Seite hast du halt wirklich so diesen Hardcore, so diesen aggressiven Hardcore. Und auch hier so ein bisschen so New Metal Vibe. Und das finde ich geil. So wirklich dieses Everybody knows, everybody knows. Okay, ich weiß, dass hier im Chat jetzt sehr viele das feiern werden, weil das so wirklich eure Mucke ist, ne? So ein bisschen so leicht dieses Visual K, ne? Aber kommt trotzdem auch irgendwie gut rein, ne? Also passt irgendwie gut zusammen. Das passt gut rein. Auch schön groovy. Ach, das ist die von Hanabie? Ah, okay, aber ist mir gar nicht aufgefallen. So, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich finde trotzdem irgendwie, das ist so. Sie passt da gut rein, aber das ist so ein komplettes Gegenteil irgendwie, ne? So, aber finde ich, passt irgendwie ganz cool zusammen. Ah, schön, Dual Vocals. Geil. Right back.
deine... Das muss ich nochmal hören. Alleine hier schon diese Drumfill, du weißt, okay, es kommt gleich ein krasser Breakdown oder es kommt ein Breakdown. Aber sowas hätte ich nicht erwartet. Und die ist so geil. Wahnsinn. Krass, also wirklich sehr, sehr krass. Ich finde, die Lows waren so auch so richtig präsent. Die waren so richtig, richtig krass, aber auch halt auch so ein bisschen so füllt den Raum irgendwie. Ich weiß, ne, über diese Person kann man denken, was man möchte, aber ich finde halt trotzdem so vocal-technisch in diesem Part klang es ein wenig nach Alex Terrible. Ich fand es ein bisschen Ähnlichkeiten zu Alex Terrible. Das will ich nochmal hören. Das war jetzt gerade am Ende nochmal richtig krass. Also ich lese hier, ne, Hardstyle Deathcore, also wirklich so ein bisschen so, wirklich so dieses Hardstyle drin. Dann die ganze Zeit so dieser Kontrast zwischen Rio, ne, ich sehe ja gerade, der heißt ja Rio, ne, er mit seinen, ne, Hardcore-Vocals, also richtig aggressiv und auf der anderen Seite so diese süße Stimme von Hanabi, ne? Und dann so ein bisschen hin und her gespielt. Aber das am Ende war halt wirklich, das hat mich so ein bisschen vom Vibe her erinnert an Pale Dusk. So wirklich, du hörst diesen Part oder du hörst einen Song und dann sitzt du hier so, fühlst dich so ausgelaugt, weil die dich gerade so komplett auseinandergenommen haben mit diesem Song oder mit diesem Part. Weil das war schon wirklich gerade sehr, sehr verrückt. Sehr, sehr verrückt, sehr krass, aber sehr geil. Sehr, sehr geiler Song.
Also ist das erste Mal jetzt, wie gesagt, dass ich diese Band gehört habe. Wie nennt man, wie heißen die denn jetzt wirklich? Ist es Knossis oder ist es Nossis oder wie spricht man das aus? Aber das war wirklich geil. Sehr schöner, aggressiver Hardcore, geiler Sound, dann halt noch dieses leicht New Metal-lastige, dieses Everybody knows, everybody knows, everybody knows, ne? Finde ich sehr geil. Und am Ende, oder auf der anderen Seite halt dann wirklich so dieser, ne, dieser Feature von Hanabi, verrückt. Richtig verrückt, aber geil. Geiler Song. Gnosis? No, Gnosis? Ich werde es nie lernen. Ihr kennt mich, ich krieg das nie hin. Aber geil. Also wirklich sehr, sehr geiler Song. Sehr, auch so sehr frisch, sehr modern, muss ich sagen. Fett. Richtig, richtig fetter Song. Und dieser Breakdown mit diesen krassen Lows, das war trotzdem natürlich mein Highlight, ne? Das war wirklich krank.